Grüntee gegen Akne. Grüntee ist in Mode und findet immer mehr Anhänger, insbesondere Personen, die Wert auf ein gesundes Leben legen, lieben grünen Tee. Es ist bekannt, dass dieser köstliche Tee viele Antioxidantien enthält, entwässernd wirkt und auch bei der inneren Wundheilung und beim Abnehmen helfen kann. Doch wussten Sie, dass, wie aus neueren wissenschaftlichen Studien hervorgeht, grüner Tee auch bei Hautproblemen wie Akne eine ausgezeichnete Lösung ist? Die großen Vorzüge des grünen Tees zur Behandlung von Akne. Tee ist schon seit Jahrtausenden Teil der asiatischen Kultur. Dieser wird nicht als einfaches Getränk, sondern als eine Behandlungsmöglichkeit von verschiedenen Krankheiten je nach der spezifischen Zusammensetzung verwendet. Grüntee zählt nach Aussage der Harvard-Herald-Publikation zu jenen Teesorten, die am meisten Antioxidantien enthalten. Außerdem wirkt der hohe Gerbsäuregehalt ausgezeichnet bei Schwellungen und Entzündungen der Haut. Deshalb ist grüner Tee gegen Akne sehr empfehlenswert. Außerdem besitzt Grüntee die Fähigkeit, die in der Haut vorhandenen Fette zu reduzieren und Entzündungen, die bei Akne und Pickeln entstehen, zu heilen. Er wirkt wie ein starkes Entgiftungsmittel. Viele der wirksamen, handelsüblichen Cremes enthalten Grüntee, der besser als der klassische Inhaltsstoff Benzol wirkt. Grüner Tee besitzt nicht nur wunderbare antibakterielle und natürliche adstringierende Eigenschaften, er hat gegenüber dem Benzolperoxid auch den großen Vorteil, dass er die Haut nicht austrocknet. Der hohe Anteil an Antioxidantien hilft zum Schutz und zur Stärkung des Immunsystems und hemmt Bakterien und Viren, die zum Teil auch Akne auslösen können. Hausmittel mit Grüntee gegen Akne und Pickel. Es ist bekannt, dass sich die besten Wirkstoffe des grünen Tees zur Behandlung von Akne und Pickel in den Polyphenolen und Antioxidantien befinden, welche die Haut von Unreinheiten befreien können, entzündungshemmend wirken und Bakterien neutralisieren. Auch die adstringierende Eigenschaft ist natürlich sehr hilfreich. So wird der Fettüberschuss reduziert und das Entstehen neuer Pickel verhindert. Wie wird das Mittel hergestellt? Es ist ganz einfach, dieses Hausmittel besteht aus zwei Anwendungen. Bereiten Sie jeden Tag in der Früh einen grünen Tee zu. Verwenden Sie dazu einen Teebeutel für eine Tasse kochendes Wasser und lassen Sie diesen 20 Minuten lang ziehen. Danach wird der Tee dreimal täglich, morgens, mittags und abends, mit Watte oder einem Zerstäuber auf die Gesichtshaut aufgetragen. Dies ist ein ausgezeichnetes Gesichtswasser. Danach können Sie eine weitere Behandlung vorbereiten, die Sie zweimal in der Woche vor dem Schlafengehen anwenden. Dazu benötigen Sie Apfelessig. Dieser wirkt nämlich hervorragend gegen Pickel und Akne und reguliert den pH-Wert der Haut. Geben Sie einen Löffel Apfelessig in eine Tasse Grüntee. Tragen Sie dieses Gesichtswasser auf und lassen Sie es die ganze Nacht lang wirken. Am nächsten Tag können Sie sich das Gesicht mit lauwarmem Wasser waschen und eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Sie werden die guten Resultate in kurzer Zeit sehen.